Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon, The Grimson Curse. Das weiß ich immer noch nicht, wie es richtig heißt. Egal. Ihr habt geguckt, was wir machen können, nachdem wir den Nekromanten in der letzten Folge ordentlich durchgenudelt haben. Und der Spudel mir ziemlich auf den Knistersack geht gerade. Ich bin so lange sicher, ist mir egal. Gehen wir jetzt ins Labyrinth, denn da gibt es Urkunden, schön viel Geld. Und nie seiner Nase. Und ein Opferkessel für die schönen Opfer hier. Wir nehmen mit den Crusader, weil ich glaube, im Labyrinth gab es auch durchaus mal Untote. Wir nehmen den schönen Disturbit mit. Mit extra Damage. Ne, warte mal. Ich glaube, du kriegst ja deine Zähne und deinen Hut. Du kriegst hier dein Ausweichen und du kriegst hier den schönen Kopf. Und Tante Emma kriegt hier ihr Rhinoceros. Und was habe ich da gegeben? Das hier, glaube ich, ne? Ja, ne? Schön. Da kann ich wenigstens nicht was anderes geben anstelle davon. Keine Ahnung. Den Knoblauch könnte ich verkaufen. Den werde ich eh nicht benutzen. Der Knoblauch ist scheiße. Verzögert das Verlangen durch den Fluch. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das werde ich vielleicht mitnehmen, wenn ich in den Hof gehe. Ich habe nämlich gerade überlegt, den Hof zu machen. Nämlich darf deswegen. Die Viecher sind ja wieder da. Das heißt im Endeffekt, ich muss den Hof jetzt in unmittelbarer Nähe machen. Mit Level 4 an. Am besten. Und ja, das Problem daran ist, was mich irgendwie davon so ein bisschen abhält, ist das hier. Episch. Ich habe es bei ein paar Streamern mal gesehen, dass die sehr häufig da rein sind, aber wirklich komplett einen Dungeon angeguckt habe ich nicht. Einfach mal so durchgeswitcht, wie man es halt kennt. Also, wie nennt man es, wenn man Fernsehen guckt? Durchseppen. Und ja, da graust es mich ein bisschen vor. Aber das werde ich auch noch tun. Und wenn wir schon bei dem Fluch hier sind, Jemjam ist ja dahin siechend. Würde bedeuten, wenn ich ihn jetzt mitnehme, ohne Blut, würde er irgendwann einfach schnipp, tot. Einfach so. Er wird aber das Blut benutzen, wenn er es braucht. Automatisch. Also, es wird keiner sterben. Wenn ich kein Blut hätte, jetzt, zu dem Zeitpunkt, würde die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass er einfach stirbt, wenn ich wieder... Also, dass er tot ist, wenn ich mit dem Dungeon fertig bin. Würde auch eine Meldung kommen. Aber ich habe 47 Blut, finde ich sehr, sehr gut, dass ich so viel habe. Kann ich nichts gegen sagen. Wir nehmen Standardprozedere mit. Wobei es ist mittlerer Dungeon. Wir bleiben mal so viel. Wir sind im Labyrinth. Da gab es Waffenständer und dieses Mondfass. Da brauche ich noch was? Ja, zwei Schlüssel und zwei Schaufel. Schaufeln. So, dann würde ich mal sagen, let's go. So. Schön. Muss ich noch schnell mein Näschen putzen? Ja, okay. Ach so, ja, weil er ausgepeitscht wurde. Huch. Wutz. Schön aufschlitzen. Schuss. Jetzt bist du noch alleine. Come at me, bro. Nun gut. Nee. Nice, Hades. Wirklich gut. Hat Smoken Haze die Stressfackel? Hat er sogar, tatsächlich. Das heißt, ich werde mit ihm ein bisschen den Stress runtermachen von Hades. Und da sind wir schon bei Kollege Waffengerüst. Sehr schön. Okay. Noch ist alles gut. Was ist das denn? Bulliger Schweintau. Ach, das war ja mehr mit Bestien. Ja gut. Die Frage ist... Ach, der hat den Stunt gar nicht geupgradet. Oh, hätte ich vielleicht mal gucken sollen, ne?
Wir bleiben mal bei dem Plan, mit ein bisschen Stress runtermachen. Wie gehen wir hier vor? Du könntest eigentlich mal nach vorne kommen. So. Dann werde ich den hier marken. Und du machst schön den Nebel hoch. So, wenn ich mich richtig entsinne, ist der Schrein hier mit heiligem Wasser ein Negativ-Perk-Cleanser. Ja, ist es auch. Ja, musste natürlich sein. I mean, 23 Damage. Are you fucking insane? Never mind. Okay. Ich muss das Ganze jetzt anders angehen. Ich muss den Fetten da zuerst wegmachen. 40%. Du machst Abwehr runter. Gut. 25% kann ich noch mit leben. Kugel und Kette. Schön. Zermalmende Rückhand. Okay. Kannst du gerne für dich behalten. Und das Hühnchen möchte ich auch nicht haben. Kannst du auch für dich behalten. So, jetzt ist die Frage, wie gehe ich vor? Am besten mache ich noch Ausweichen extra zusätzlich runter. Dass ich auch wirklich hoffentlich nicht daneben schlage. Sauber. Alter, 50 Ausweichen haben die. Auf noch weiter hoch. 59 Ausweichen. Habe ich nichts gegen. Was ist das jetzt? Hä? Was? Du kommst zwar schön nach vorne, du fettes Stück. Das ist schlecht. Fuck. Wenn jetzt wieder nach vorne charged, irgendwie viel Damage macht. Na gut, wir werden es ja sehen. Wir hoffen es mal nicht. So. Gut. Ich wollte jetzt mal den hier. Ich muss jetzt mal ein bisschen voran. Ich bin Turn 4, das ist noch kein Gegner tot. Das ist ziemlich schlecht. Das kommt jetzt Runde 5 schon. Also muss ich jetzt. Also muss jetzt irgendwie schnell gehen. Ja, gut. Habe ich gesagt, es muss schnell gehen? Jungs. Na, das ist nicht so gut. Oh, das ist noch schlechter. Habe ich noch einen Verband? Ja, habe ich. Dann ist ja noch okay. Schnitte Schlachtens. Kann ich nicht. Da ist ja die Quest. Sauber. Ah, natürlich ist er schneller. Okay. Executed. So. Okay. Du futterst erstmal. Wer hat denn negative Sa. Gut, ich muss nach oben. Was hast du denn an Negativem? Das ist ziemlich viel Schlechtes. Du. Fix und fertig gepasst hat für dich nicht. Das kann man alles noch okay finden. Du musst also sowieso keinen Damage machen. Also bei dir ist mir das wirklich scheißegal, ob du Minusschaden hast, ob du noch mehr Minusschaden. Yo. Oder ob du was weiß ich hast, du buffst einfach nur Ausweichen hoch. Für mehr bist du nicht da. Oder halt mal um Death's Door wegzuheilen. Am besten mache ich das wirklich von ihm weg. Ne, warte, von ihm. Fix und fertig. Wenn es weggeht. Müssen wir halt hoffen. Dips of Money, ja gut. Dann will er wenigstens nicht mehr saufen. So, das ist Damage. Das war, glaube ich, Heilkräuter. Muss ich aber noch mal ganz kurz nachlunsen. Ja, es war Heilkräuter mit plus Damage. Bitteschön. So. Ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Hause Kunterbunt. Ui. Du hast 10 Geschwindigkeit. Du wirst wahrscheinlich als nächstes dran sein. So, haben wir den schon mal weg. Na gut. Hat sich dann erledigt. Also so langsam muss ich mal einen schönen Heal raushauen. Genau das wollte ich. Mehr wollte ich nicht. Und dafür wird er gepunished. Ja, schön. Also toll gemacht. Wir dampfen trotzdem die Gruppe ein. Langeweile. Ja gut, also hat sie keine Chance auf Tugeln. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber kann man noch mitleben. Irgendwie. Kann jetzt mal bitte einer sterben von denen? Danke. Man merkt, wenn der Heiler eine Runde nicht heilen kann. Würde ich mal fast meinen. Ich frage mich echt, wofür ich ausweichen hochbuffe. Irgendwie bringt es gefühlt gar nichts. Ja, das könnte besser sein. Sag ich ja, bringt gefühlt gar nichts. Really? Oh Mann, das ist so ein schlechter Scherz. Piss dich jetzt. Ja, okay, gut, kann ich mit leben. Geht besser, aber ist okay. Er versucht eh nur die Leute anzustecken. Alter, was ist das jetzt? Okay, gut. Da ist er noch lange nicht dran an dem Stress. Und daher ist es noch eine Krankheit, mit der man wirklich arbeiten kann. So. Ach ja. Das hätte wirklich besser laufen können. Für das es wirklich erstmal der zweite Raum war. Holy shit. Tschüss. Definitiv die Porträts. Nehmen wir die Brüste auch noch mit. So, Falle. 60, 90, 60. Ja, okay. Oh, really? Nun gut. Das war... Ich weiß es nicht. Holy Water. Ja, schön, dass ein Scout kam. Heilkräuter, das habe ich nicht mehr.
So, dich will ich nach vorne holen erstmal. Oder auch nicht. Okay. Kooperieren Sie ja eben nicht mit mir. Kooperieren Sie und uns würde nichts geschehen. Aber er will nicht kooperieren. Chef, was tun wir? Er will nicht kooperieren. Wir schlagen einfach seinen Bodyguard weg. Alles klar. Er hat was dagegen. Ist mir egal. Ist mir egal. Yo. Wieso bist du plötzlich schneller, du Pimmel? Da hat das Ausweichen mal was bewirkt. Ich bin zutiefst entzückt. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Schön. Ich loh, ein insidious Killer. Es wird echt nicht leichter, habe ich das Gefühl. The blood quickens. Nee, ich kann's. Nice. Okay, erbrechen. Blach. Von mir auf das Raum. Alles klar, weißt du Bescheid. Hier. Kann sie haben. Ei, Karamba. Dem hat er es aber gegeben. So. Come on. Mensch, das wird ja immer zu katastrophal ist das gerade. Ich könnte ihn marken. Gut, er kann zwei nach vorne, dann passt's ja. Passt der Rückzug. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bringen soll. Irgendwie gar nichts. Er schlägt ihm einfach ins Gesicht, weil er es kann. Ding Dong. Da läuten die Glocken des Untergangs. Und es wird hoffentlich nicht meiner sein. Du. Kann er jetzt bei ihm nicht verrecken? Dankeschön. So. Also die Heilung, die lässt echt langsam nach, alles, ne? Also ich bin nicht so überzeugt gerade davon. Okay. Die lässt ziemlich stark nach gerade. Du heizt 1, da kannst du auch gleich Damage machen. Oh je.
momentum. Push on to the task's end. Alter, ich hab noch so viel vor mir, ne? Warum müssen hier eigentlich die ganzen ekelhaften AIDS-Kämpfe sein? So, das will ich auf jeden Fall haben. Darauf kann ich verzichten, aber darauf nicht. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. So, was warst du nochmal? Puh. 50% Chance, 50 Stress zu kriegen. Andererseits kann ich auch einen negativen Quirk wegmachen oder eben zu 12,5% entweder einen positiven oder einen positiven kriegen. Also Labyrinth Explorer oder Scrounger. Quasi Labyrinth Dieb oder halt Labyrinth hier Forscher, keine Ahnung wie es heißt. Das ist mir zu riskant. Nicht bei dem Stresslevel, den die gerade haben. Ich denke, hier unten werde ich campen. Wenn kein Hunger-Check bis dahin käme, wäre es geil. Aber wenn einer kommt, dann wäre es, ja, okay, aber anders wäre es besser, finde ich. Und ich muss mit ihm die Fallen entschärfen. Er darf, ja, scheiße, da kommt er schon. Weil, wegen hysterischer Verblendung. Wenn er jetzt auch noch minus Break kriegt, dann kriege ich echt einen Rappel hier. So, gehen wir da rein. Danke. Ching. Du machst dann die schöne Kritzelei. Ja, da kann ich auch Stress kriegen von. Ne, lass mal. Alles, was jetzt irgendwie mit Stress zu tun hat, verzichte ich. Verzichte ich sehr gerne drauf. So, das ist doch mal was, was ich will. Schön Rucksack. Yo. Ein wenig Lore. Das schwärzeste Schicksal. Was werfe ich weg? Das ist ziemlich viel wert, denke ich. Werfen den Onyx weg. Schöne Edelsteine wegschmeißen, passt schon. So. Camping Time. Gibt leider nur eine volle Mahlzeit, kein Festmahl. Und es hat wahrscheinlich keiner von euch nächtlicher Hinterhalt weg. Fingerlichtstärke um 100. Danke, nein. Ausspähen nehme ich. Natürlich kann ich mit keinem den Hinterhalt verhindern. Naja, egal. Ja, nehmen wir mal. Plus 10 Brä. Ja gut, ich kann. Nur selbst. Eingefährte Stress um 15 verringern. Kann ich nicht mitnehmen. Nun gut. Schön, kein Hinterhalt. Ich denke, ich werde so laufen. Also so, tschick, 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 tschick. Dann müsste ich es fertig haben. Nein. Da wird jetzt kein Risiko mehr eingegangen. Hallo. Schön. Endlich ist das Glück mal wieder auf meiner Seite. Klar. Puh. Wird ja mal besser hier. Decimated.
Also Hades hat irgendwie diese kleinen Schweine bisher fast nur gekrittet, habe ich das Gefühl. Alter, 6 Urkunden. Was der Victory? Nein, nenn ich's. Nehme ich. Ja gut, das ist jetzt eine schöne Kiste. Heirloom Chest. Kann ich auch nichts benutzen? Könnte ich tatsächlich. Gut, scheißen wir mal auf die Wappen. Und gehen weiter. Noch so ein Fass. Schön. Come on. Yes! Das heilige Licht ist unerbittlich, genau wie ich. Alles klar. Konzentriert. Oh, Gott sei Dank ist das. Oh. Es gibt so. Also es gibt so einen Moment im Spiel, da kommt so eine Situation wie gerade diese hier, die baut einen nochmal so richtig schön auf. Das ist so, so, wie wenn euer bester Kumpel hinter euch steht, so die Hand auf die Schulter. Mensch, Jung, du schaffst es. Und genau das kam gerade bei mir. So. Was macht dieser Bonus überhaupt? 10% Crit plus 10 Präzision. Ja, das ist geil. Das ist definitiv geil. Du bist unheilig. Oh, ja Mensch, das tut mir mal leid, dass ich da einen unheiligen Ring anhab. Könnte sein, dass das jetzt wehtut. Ich nenne dich Soldat des Lichts. Really? Und dann ist es auch noch Tante Emma, die kein Damage macht und die nennst du Soldat. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Schön. Wir marken dich aber. Du kriegst da keinen Debuff, aber... ist okay. Dafür hauen die anderen aber jetzt rein. Ey, der wäre tot gewesen durch den Crit, wenn er jetzt nicht die Protection noch hätte. Ah, schön. Gut, Soldat des Lichts, da hast du deinen Titel. Von mir hättest du den nicht gekriegt. Definitiv nicht. Du bist Tante Emma. Du machst kein Damage. Du bist da, um die Gruppe einzunebeln. Das war's. Na gut. Schauen wir mal weiter. Wenn ich jetzt noch einen Goldraum finden würde, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Oh. Aber es ist lustig, ich habe hier die... Ich habe die Schaufeln weggeworfen, ne? Nein, ich laufe außen rum. Ich riskiere jetzt nicht, dass die noch mehr Stress kriegen dadurch. Das mache ich nicht. Es ist an sich nicht schlimm. Es gibt mehr Damage und Stress. Aber... Aus dem Fakt einfach, dass ich da Stress kriege, werde ich es einfach nicht tun. Es ist... Nee. Ich bin froh, dass ich den jetzt nochmal runtergekriegt habe. Halt. Nein, nix. Halt. Weiter. Kerngedanke. Rein. So. Versteckte Erbstücke. Wie viele Wappen will mir dieses Spiel jetzt noch an Backen nageln, ey? Okay, ist ja gut. Nehme ich halt mit. Schmeiß ich die Fackeln weg. Ja, da kommt Hunger. Schön. Hätte ich die Fackeln noch nicht wegwerfen müssen. Nee, nee. Das nehme ich aber noch mit, die Kuriosität. Da könnte ja noch was Gutes sein. Wie ist es ein Weinfass? Ist es eine Fackel? Weißt du, das Spiel weiß... Oh, und 1250 Gold. Das Spiel weiß... Yo, du hast deine Fackeln weggeworfen. Kein Problem, ich hab dich. Da kriegst du wieder eine. Geht doch. Na, das Geld ist okay. Nehme ich dankend an. Schön, und Tante Emma ist Level 4 geworden. Nachtaktiv. Schlecht, das muss weg. Ja. Und er kriegt noch eine Krankheit. Willst du mich natzen? Das ist geil. Unbeugsam ist wirklich sehr gut. Also, sag mir jetzt nicht, der hat... Ups,
sag mir jetzt nicht, der hat drei Krankheiten. Hat ein Fläschchen Blut getrunken und damit den Durst gestillt. Er hat ernsthaft drei Krankheiten. Ich krieg echt zu viel. Naja, vielleicht habe ich ja Glück und es geht alles weg. Warte mal, ich will Black Tesla eigentlich bald wieder mitnehmen. Dann kriegt er das jetzt erstmal weg. Was brauche ich dafür? Behandlungsräume. Warte mal. Du hast unbeugsam gekriegt. Wer hatte denn so ein scheiß Dreckding gekriegt? Du, nachtaktiv. Ganz ehrlich, du bist schon schweinelangsam. Dann musst du nicht noch langsamer sein, als du sowieso schon bist. Und das Geld stockt sich gerade echt gut auf. Finde ich mega. So, was haben wir hier drin? Scheißdreck. Tschüss. Gut. Wir müssen noch einen Labyrinth abschließen, für den nächsten Boss freizuschalten. Was haben wir denn? Ein Sonnenring und Armschutz der Dunkelheit. Beides Müll. Ich denke, ich werde Raumkämpfe. Rip me. So, als allererstes mal diesen Topf. Plus 15% Schaden. Will ich nicht. Tschüss. Der macht keinen Damage. Der kriegt hier Ausweichen und sein Heilding und fertig. Kann sein, dass man noch andere Builds spielen muss. Okay. Es ist ein langer Dungeon. Ja, gut, einen langen Dungeon kriegt man halt so sehr seltene Trinkets. Grundsätzlich immer irgendwie. Sonnenschein im Dickicht. Das könnte ich machen. Das ist ein mittlerer Dungeon. Aber ich muss... Nee, ich muss den Wald. Ich muss das Zeug pushen, oder? Ich mach das hier. Den könnte ich da mitnehmen. Theoretisch würde ich wirklich noch eine Gruppe zusammenkriegen. Die dann... so aussehen würde. Oder so. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht. Doch, ich glaube, ich nehme Sonja mit, weil dann kann ich Finney nachher vielleicht gegebenenfalls nochmal mit Sonja mitnehmen. Weil sonst ist er Level 3, mir geht nochmal einer weg. Hören wir mal so. Gut, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann, ich überlege es mir, ich tendiere eher wirklich zu Labyrinth. Yo. Alles klar. Das muss ich auch irgendwann mal angehen, aber naja, wir werden sehen. Wo gab es jetzt das Ereignis? Ja. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Auch wenn es ein bisschen tiltet war, so die letzten zwei, drei Folgen. Aber das muss auch manchmal sein. Manchmal hat man halt einfach Pech und dann passiert es. Egal, tut mir deswegen leid. Auch für die letzten Folgen, wenn es euch ein bisschen gestört hat. Aber ich werde erst, wenn dann, am nächsten Tag aufnehmen. Dann sieht die ganze Welt wieder schön aus. Dann scheint draußen die Sonne hoffentlich. Wahrscheinlich nicht, weil morgen haben sie Regen gemeldet. Egal, bis zur nächsten Folge. Hab euch lieb. Tschüss.